Hier ist ein bisschen höher als da, das heißt, es ist schief, der Wagen rollt runter und das Ziel der ganzen Geschichte ist so ein Diagramm, die Zeit und die Geschwindigkeit. Also da ist der Start und dann an verschiedenen Punkten jeweils ja, die Zeit T1, ja, da haben wir T1, die Zeit T2 mit dem Handy messen, ja, also Smartphone, Zeit T3, also immer messen, welche Zeit habe ich, T1, T2, T3. Und dann ist die Frage, welche zugehörige Geschwindigkeit haben wir und dazu gibt es diese Lichtschranke. Und dann irgendwie Kreuzchen machen, schauen, ob es ein Muster gibt. So, Lichtschranke. Dieses Eisen da drauf, ja, und dann ist es robust, steht gut und dann unter die Schiene schieben und dieses Plastik vorsichtig ein- und ausstecken, da ist hier so eine Lasche, die bricht schnell ab, wenn man es nicht sauber macht und da aufpassen, irgendwas hinbauen, damit der Wagen nicht den Tisch hinunterrollt und kaputt geht. Das ist Plastik, aber teuer. So, und jetzt kann ich mit der Lichtschranke eigentlich nur Zeiten messen, ich brauche aber Geschwindigkeiten. Also V ist gesucht und V ist Delta S durch Delta T. Und das Delta T, das ist die Verdunkelungszeit, die gibt mir jetzt diese Uhr. Das ist was anderes wie die Handyzeit vom Start bis dahin, sondern das ist nur hier so die gemessene Verdunkelungszeit. Und S, so, welchen Weg habe ich hier, wenn es jetzt irgendwie 0,37 Sekunden sind? Ja, in dem Beispiel 0,37 Sekunden, welchen Weg hat der Wagen zurückgelegt? Das ist dieses Dings da, 1 Zentimeter. Ja. Delta S ist immer 0,01 Meter, weil so viel Strecke wurde in der zugehörigen Zeit zurückgelegt und dann bekommt ihr verschiedene Geschwindigkeiten. No, also nochmal so Wiederholung, wir haben hier Start und dann an verschiedenen Punkten immer die Geschwindigkeit V und die Zeit, die zurückgelegte Zeit, nicht die Delta T, sondern zurückgelegte Zeit und dann Diagramm. Mit den verschiedenen Zeiten und den Geschwindigkeiten und dann schauen wir, ob die gemessenen Werte zur Theorie passen und ob wir damit glücklich sind.